Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kameradinnen und Kameraden, die Worte von Rudolf Vogt waren auch ein Weckruf, nicht nur in die Partei hinein, sondern ganz besonders auch ein Weckruf, und so habe ich ihn verstanden, außerhalb unseres Parteienspektrums. Und dieser Weckruf, der muss natürlich von uns nach außen hörbar gemacht werden. Ich habe jetzt zunächst die Aufgabe, hier etwas sehr Schönes zu tun, was auch zum Ausdruck bringt, dass es sich bei der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands um eine Partei mit Geschichte handelt und nicht um ein Tagesereignis in der politischen Auseinandersetzung dieser Bundesrepublik Deutschland. Unsere Partei hat ein halbes Jahrhundert in dieser Bundesrepublik Deutschland sehr schwer und sehr hart gestritten für die Interessen und die Zukunft unserer Nation. Es ist mir daher eine große Ehre, dass ich hier einen Vertreter, die es verdient haben, hier heute geehrt zu werden, anwesend begrüßen kann, nämlich 50 Vertreter ehren darf, ohne Anwesenheit, weil das ja mit Erfolg verhindert wurde. 30 Jahre Mitgliedschaft in der NPD. Ich habe gerade in den vergangenen Tagen in Berlin die Urkunden unterzeichnen dürfen. Sie werden zugestellt. Einige der Kameradinnen und Kameraden lassen herzliche Grüße ausrichten, sehen sich jedoch auch aus Gründen des fortgeschrittenen Alters nicht in der Lage, hier heute zu erscheinen, weil der Terror, der diesen Parteitag juristisch begleitet hat, sie außerstande setzt, diese beschwerliche Reise über viele hunderte Kilometer hier zu uns zu machen. Ich bitte das gesamte Auditorium, sich zu erheben als Bekundung des Respekts für so viele Jahre Treue zu unserer Kampfgemeinschaft. Und ich rufe den treuen Mitstreitern und Mitstreiterinnen von dieser Stelle aus zu: Ihr habt ein Beispiel gegeben für Beständigkeit und der Beweis, dass ihr über so viele Jahrzehnte treu zu unserer Fahne gestanden seid, ist auch der Umstand, dass die Überzeugung so fest war, dass trotz des Auf und Abs dieser Partei, trotz der Verfolgung, trotz der Repression, ihr uns ein Vorbild wart und seid. Herzlichen Dank an unsere Träger des Goldenen Parteiabzeichens. Vielen Dank. Und ich möchte nun zu meinem Vortrag kommen, innerhalb unserer halben Stunde, der durch mich überschrieben wurde mit den Worten Widerstand und Leistung gestern, heute und morgen. Und wenn wir uns über Widerstand unterhalten, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, dann müssen wir zunächst einmal sortieren, was wir als Nationalisten denn unter Widerstand verstehen. Es gibt den passiven Widerstand, dass man nicht mehr zur Wahl geht. Und das ist auch ein Widerstand, der großen Zulauf gewonnen hat.
den letzten 10 Jahren. Diese Verweigerer hat mittlerweile bei den Wahlen einen Stimmenanteil von ungefähr 50%. Die linken Spinner hatten in den 70er Jahren einmal den Spruch geprägt: Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Die Antwort der NPD und der Nationalen in unserem Lande lautete ganz schlicht und ergreifend: Dann kommt der Krieg zu dir. Und dass das so ist, beweist ja der NATO-Bombenterror, den die Welt in den letzten 10, 15 Jahren ganz besonders intensiv nach dem Mauerfall bezeugen kann. Passiver Widerstand ist eine Form des Widerstands, den wir uns entsagen. Wir sind Aktivisten. Wir brauchen einen aktiven Widerstand, weil auch gestern unsere Mitstreiter nicht passiv, sondern aktiv für die Lebensrechte unserer Nation gekämpft und gelitten. Ja, und sogar, wie wir von Udo Vogt eben richtigerweise gehört haben, ihr Leben ließen. Und das verstehe ich auch als Auftrag. Aktiver Widerstand als Auftrag unserer NPD, um die Verhältnisse im Lande geradezu umzukehren. Der Widerstand gestern ist prägnant beschrieben worden von meinem Vorredner vorhin hier. Und wenn man über Widerstand spricht, dann muss man natürlich auch den Widerstand definieren, indem man sagt: Wogegen leisten wir den Widerstand? Und wenn wir diese Antwort gegeben haben, dann müssen wir uns auch fragen: Wie organisieren wir unseren Widerstand? Die NPD, um es hier ganz klar zu sagen, erteilt jedem Versuch, mit Gewalt politische Forderungen durchzusetzen, eine klare Absage. Dieser Widerstand überlassen wir den linken Verbrechern und Chaoten, die mit ihrem Widerstand gezeigt haben, wo dieser gewaltsame Widerstand endet, nämlich im Gulag eines sozialistisch, eines kommunistisch, marxistisch, leninistischen Regimes, das wir zutiefst verachten und bekämpfen, liebe Freundinnen und Freunde. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir uns ins Lager der linken verirrten Pazifisten verirrten. Stell dir vor, es wäre Krieg und keiner geht hin. Der Krieg in dieser Welt ist bittere Realität. Und jede souveräne Nation ist gut beraten, sich darauf vorzubereiten. Und deswegen ist auch der Widerstand, den wir einfordern, politisch einfordern, für unsere Nation ein Punkt, den wir konkret mit verteidigungspolitischen Maßnahmen von unserer Regierung einfordern. Schutz der deutschen Nation innerhalb der deutschen Grenzen und nicht als gekaderte Söldnerpartei für US-amerikanische Verbrecherunternehmen in der ganzen Welt. Der Widerstand heute und morgen muss die Forderung sein, verteidigungspolitisch auf der Grundlage unseres Wahlprogramms eine moderne, schlagkräftige, unter deutscher Befehlsstruktur stehende Armee sein,
die souverän die Außengrenze und das Lebensrecht unseres Volkes schützt. Und nichts anderes, liebe Freunde. Davon sind wir weit entfernt mit unserer Teilzeitarmee unter amerikanischer Hoheit. Wogegen sind wir? Wo kommt der Widerstand zum Tragen? Wo muss er sich entfalten, der politisch artikulierte Widerstand? Wir müssen Widerstand leisten gegen das Niederhalten der Leistungsfähigkeit unseres deutschen, technisch hochbegabten Volkes, liebe Freunde. Ein Zeichen des Niederhaltens ist, dass an den internationalen Kapitalmärkten sich jeder in Deutschland das einkaufen kann über die Börsen, was ihm in seinem Portfolio, wie die das nennen, fehlt. Es ist eine Tatsache, dass schon 60% wichtiger, großindustrieller Produktionsbereiche in der Bundesrepublik Deutschland im Eigentum fremder Kapitalgesellschaften oder Banken sich befinden. Das ist auch ein Widerstand, den wir leisten müssen, indem wir das in unserer Agitation draußen bei unseren Leuten deutlich zur Sprache bringen müssen. Nächster Punkt, Widerstand heute, denn das ist das Entscheidende. Widerstand heute und aus dem Widerstand heute kreativ reagieren als politische Kraft, wie man den Widerstand morgen organisieren muss. Denn nur, wenn wir praktisch den Widerstand heute erproben, können wir daraus Konzeptionen entwickeln, auch morgen und übermorgen Widerstand effektiv gegen unsere Feinde ins politische Feld zu führen. Die Vergreisung unseres Volkes ist der nächste große Punkt, den wir uns entgegenstellen müssen. Das ist die Schlüsselfunktion der NPD, darauf aufmerksam zu machen, dass die Vergreisung unseres Volkes, immer so schön als demografischer Wandel verschleiert dargestellt, der Endpunkt sein kann für die Existenz unserer Nation. Und deswegen sagen wir Nationaldemokraten, und das ist ein Alleinstellungsmerkmal unserer Kampfgemeinschaft, und deswegen müssen wir es immer wieder als Alleinstellungsmerkmal auf die Straße tragen, sagen wir, das oberste Ziel jeder Staatsführung ist die Sicherstellung der Lebensfähigkeit unseres Volkes auf einer nicht enden wollenden Leiter der Fortpflanzung. Und dann sind wir sofort beim nächsten Grund, hart diesem Regime in Berlin Widerstand entgegenzubringen, indem wir sagen, die soziale Frage und die Antwort auf diese soziale Frage ist gleichzeitig die Frage und die Antwort auf die Zukunft, auf die kulturelle und identitäre Zukunft unseres Volkes, indem wir kämpfen müssen gegen das Aushöhlen der Sozialstandards auf Kosten der deutschen Familie zugunsten Zugereister aus der ganzen Welt, die uns jedes Jahr Milliarden kosten und unsere jungen Frauen und unsere jungen Männer nicht in die soziale Lage versetzt werden, eine Familie zu gründen, sich in Liebe zu begegnen und deutschen Kindern das Leben zu schenken. Liebe Freunde, das ist eine zentrale Botschaft unserer Partei. Da sind wir kompetent.
Die soziale Frage, habe ich das Gefühl, ist in den letzten 3, 4 Jahren bei uns ein bisschen zu kurz gekommen in der Argumentation, in unserer Propaganda. Das muss sich ändern. Das ist meine Vorstellung, die ich habe von einer Modernisierung. Modern ist, wer es wagt, in dieser Republik soziale Standards zu fordern, die das demografische Problem in Deutschland in den nächsten 20, 30 Jahren nicht reparieren kann. Dazu ist das Problem schon zu groß. Aber die dazu führen, dass wir eben nicht mit 1,2 Kind am Ende der Schlange der Fortpflanzung in Europa stehen, sondern dass wir wie Frankreich es unbedingt leisten müssen, familienpolitische Maßnahmen umzusetzen, wie die NPD das zum Beispiel mit der Forderung nach Einführung eines Müttergehaltes schon seit vielen, vielen Jahren auf die Straße trägt, liebe Freunde. Dieser Widerstand, die soziale Teilhabe für die junge Generation, die ist das Thema, das muss das Thema sein, das ist die große Zukunftsfrage, wo keine Menschen sind, liebe Freunde, da braucht man auch keine Politik mehr zu machen, wo keine Deutschen mehr existenziell vorhanden sind, ist der Begriff der Nation tot. Und diesen Volkstod, der droht real, den muss man vor Augen haben, bei allem, was wir politisch fordern. Und die Grundlage dafür, das herzustellen, ist ganz klar, Alleinstellungsmerkmal unserer nationaldemokratischen Partei. Udo Vogt hat es angesprochen. Aber es ist so wahr, dass man es nicht oft genug wiederholen kann und muss. Und ich tue das hier. Grundlage für eine soziale Gesundung unseres Gemeinwesens ist sofort raus aus der EU, raus aus dem Euro, raus aus der NATO, Souveränität herstellen und soziale Standards erhöhen. Es geht uns eben nicht um Bevölkerung, sondern es geht uns um Folgendes. Und das ist der Kern, das ist der Motor, das ist die Batterie, die uns antreibt. Wir haben Überzeugungen und keine Meinung. Ich bin der Meinung, dezidiert der Meinung. Nein, wir sind überzeugt von dem, was wir tun. Darum sitzen wir hier, sonst säßen wir vielleicht bei der CDU oder bei der Alternative für Deutschland, die keine Alternative für Deutschland ist, sondern die eine zusätzliche Alternative zu den jetzt schon kranken Parteien, die wir haben, ist. Und die brauchen wir nicht. Davon haben wir schon genug. Und wenn ich es nicht sagen möchte, ich gucke auf die Uhr, sehe auch schon die Blicke der Regie. Wenn ich es nicht sagen möchte, liebe Freunde, liebe Mitstreiter und Mitkämpfer und Mitkämpferinnen, lass ich sagen, von einer von mir sehr geschätzten jungen Dame. Es ist eine begabte junge Dame, eine Koreanerin, die heißt Yul So Ri. Und von der kann man so unwahrscheinlich viel lernen. Studiert in Berlin und in den USA Musik. Nach meiner Auffassung eine der begabtesten Nachwuchspianistinnen der Welt. Im Radio Kultur vom 25. Dezember 2012 hörte ich sie sprechen und habe mich dann um ihre Musik bemüht, weil das, was sie sagte, für mich auch mindestens Beethovens 5. war. Und das kann die Symphonie auch für unsere Partei sein. Ich darf die junge Dame zitieren mit den Worten: Keiner kann zum Beispiel Beethoven-Stücke so darbieten, wie
wie dies ein begnadeter Pianist oder Pianistin aus Deutschland kann. Also, es ist eine Frage des Blutes. Wie recht hat sie? Und weiter, genau wie eine Amerikanerin, auch wenn sie noch so gut Koreanisch spricht, unsere, meine Volksweisen nicht so vortragen kann, wie eben eine Koreanerin. Liebe Freunde, ist das nicht ein toller Satz? Ist das nicht die Grundlage unserer politischen Botschaft? Wenn doch darin liegt, dass die Völker Europas so unterschiedlich sind, dass man sie nicht auf dem Altar eines wahnsinnigen Multikulti-Projekts opfern darf und dass es sich lohnt, für den Erhalt dieser Vielfalt in Europa positiv als Nationalist mit Schulterschluss aller europäischen Nationen zu kämpfen, hart zu kämpfen, nicht nur mit Argumenten. Und wer sagt, dass das jetzt eine intellektuelle Häutung der NPD sei, dass wir plötzlich auch die anderen Völker entdecken und dass wir auch plötzlich Verständnis aufbringen für die von Amerika ausgesaugten Staaten von Irak über die ganze Welt. Dem möchte ich abschließen. Einmal nur einen Satz aus dem über 40 Jahre alten Buch vortragen dürfen. Weg, Wille, Ziel, NPD. Jahrzehnte her in Bezug auf Hilfe für auch außereuropäische Völker und Staaten, da heißt es Entwicklungshilfe. Die NPD erkennt an, dass die den neuen oder unterentwickelten Staaten geleisteten Entwicklungshilfen ein geeignetes Mittel sind oder sein können, die sozialen und politischen Spannungen in der Welt zu mindern. Die Entwicklungshilfe kann vielleicht sogar gleichzeitig eine Methode sein, um die tiefe Kluft der Kulturentwickelten zwischen den alten Kulturvölkern und aufstrebenden, bisher in ihrer kulturellen und gesellschaftlichen Entwicklung vielleicht zurückgebliebenen oder Verkümmerten wiederzubeleben und zu heben. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, liebe Mitstreiter, liebe Gesinnungsgenossen, das ist der Geist der NPD immer gewesen. Da sind wir stark, deswegen hasst man uns, weil wir der Anwalt nicht nur für das deutsche Volk sind, sondern in jeder Argumentationskette auch der Anwalt für die Völker und Identitätsbewahrung anderer Nationen und Völker sein müssen. Und dann sind wir unerreichbar in unserer Argumentation und nicht zu widerlegen. Wir sind ehrliche Nationalisten, weil wir den anderen zugestehen, was wir selbst fordern. Wir machen nur da den Schnitt, wo irgendwelche verirrte Internationalisten mit Forderungen aufwachten, die durch Vermischung und Vermengung, die durch Transformieren von erarbeiteten Volksvermögen von Deutschland in die ganze Welt versuchen, die Welt zunächst einmal zu befrieden in diesem Sinne, damit zu schwächen und für immer ihnen ihre Identität zu rauben. Das ist der Punkt, wo bei uns die Ampel auf Rot steht. Und das meine ich wörtlich. Da steht die Ampel auf Rot. Der Widerstand gestern war richtig. Er war zu wenig. Nicht, weil die Aktivisten faul gewesen sind in unserer Partei, sondern weil wir numerisch ganz einfach nicht die Massen hinter uns gebracht haben. Und der große Verdienst des Widerstands gestern war jener, der für uns beispielgebend sein muss. Selbst in den tiefsten Phasen der Partei haben wir den
dass sie über diese Durststrecken bundesweit die Strukturen erhalten haben. Ohne diese große Leistung, die Strukturen, wenn auch auf niedrigstem Niveau, zu halten, würden wir Jüngeren heute hier nicht sitzen und erst recht nicht mitkämpfen können, wenn es geht uns nicht. Kontinuität ist ein Wert an sich. Beweisen wir Kontinuität, bleiben wir unerbittlich in dem Kampf gegen die Überfremdung und in einem aktiven Einstehen für die Interessen unseres geliebten deutschen Vaterlandes. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. NPD Niedersachsen. Wir sprechen Klartext vom Harz bis an das Meer. NPD Niedersachsen.